meine Damen und Herren, ich glaube, eine tolle Aktion ist angelaufen. Diese Aktion Essen trommelt für Kinder, erweitert auf den Gedanken, das ganze Ruhrgebiet trommelt für Kinder im Rahmen der Kulturhauptstadt, ist wichtig. Unter gleich mehreren Gesichtspunkten. Zunächst einmal aus meiner Sicht ganz wichtig, wir müssen nämlich alle dazu beitragen, dass der Gedanke der Kulturhauptstadt popularisiert wird, in die Köpfe kommt. Die Aktion ist aber auch deswegen wichtig, weil sie dazu beiträgt, Bewusstsein zu fördern. Bewusstsein, was wir gar nicht oft genug fördern können, immer wieder fördern müssen, nämlich dass es wichtig ist, etwas für die Kinder zu tun. Diese Stadt, diese Region war schon immer ein Schmelztiegel. Und diese Funktion müssen wir auch ganz aktuell wieder wahrnehmen, und zwar verstärkt wahrnehmen. Toleranz ist der Schlüssel zu allem, zum Zusammenleben untereinander. Und wenn wir einen solchen Gedanken auch mittragen im Rahmen einer solchen Aktion, haben wir ganz, ganz viel für das Gelingen der Integration in der Stadt, für das Gelingen der Integration in der Region, im Ruhrgebiet getan. Deswegen bedanke ich mich sehr herzlich bei den Protagonisten.